Unser Projekt heißt MINT-Netzwerk Deggendorf. Wir haben an drei Stellschrauben versucht zu drehen, um erstens mal lange vor der Studien- und Berufsentscheidungsphase möglichst viele junge Menschen für Technik- und MINT-Fächer zu begeistern und zu interessieren. Dann aber auch in der Phase der Studien- und Berufsorientierung mit entsprechenden Angeboten zu unterstützen und zu begleiten. Und in der Studieneingangsphase und im Studienverlauf auch mit Angeboten einzusteigen, um einen optimalen Studienverlauf zu gewährleisten. Dabei ist es aber auch wichtig, dass wir ein gutes Netzwerk haben, sowohl innerhalb der THD als auch nach außen in die Region, zu Unternehmen, zu Schulen, und dieses Netzwerk nutzen, um alle Bildungspartner schulisch, außerschulisch ins Boot zu holen bei diesem schwierigen Prozess. Wir sprechen ja verschiedene Zielgruppen an. Einmal natürlich die Schülerinnen und Schüler. Schwerpunkt liegt auch immer auf den Schülerinnen, weil ja das noch eine Baustelle ist, die Mädchen zu begeistern. Dabei haben wir Workshops, die wir an den Schulen durchführen, von unseren Studierenden, die als Rollenvorbilder, Role Models auftreten und so die Schüler ausprobieren lassen, mit den Händen was machen lassen und zu experimentieren. Oder auch die Kinderuni gibt es bei uns. Da können die begabten Schülerinnen zu uns kommen und sich Vorlesungen von unseren Professoren anhören und über den Tellerrand hinausschauen. Die älteren Schüler, Schülerinnen, wo dann schon die Studien- und Berufsentscheidung ansteht, können zum Beispiel das Frühstudium nutzen und so schon in den Studienalltag hineinschnuppern und wichtige Abläufe kennenlernen und natürlich auch neue Interessensgebiete vertiefen und ausprobieren. Wir haben auch ein zweitägiges Tasting, probiere das Ingenieursein aus, wo die Schüler in Workshops und auch was machen können in unseren Laboren an der Hochschule und mit den Studierenden in Kontakt kommen und auch mit den Unternehmensvertreterinnen bzw. Ingenieurinnen und Ingenieuren in Kontakt und in Austausch treten und sich entsprechend vorzubereiten. Dann haben wir noch mehrere Zielgruppen, nämlich ganz wichtig in der Studien- und Berufsentscheidung, eine wichtige Rolle spielen ja Eltern und Lehrkräfte. Diese sprechen wir bei den Veranstaltungen möglichst mit an, aber es gibt natürlich auch extra Veranstaltungen, Fortbildungen für Lehrkräfte, wo unsere Professoren sich mit den Lehrkräften austauschen, und für Eltern bieten wir sogar Elternabende an, um die auch über die Möglichkeiten und Chancen in MINT-Berufen zu interessieren. Unsere Studierenden profitieren natürlich vom Beratungsangebot in der Studieneingangsphase, von den Vorbereitungskursen und den Tutorien in den entsprechenden MINT-Fächern. Und es gibt eine besondere Veranstaltung, hat es heuer gegeben und gibt es nächstes Jahr wieder, die Regioforscher Niederbayern. Die war im Sommer bei uns in Deggendorf in der Stadthalle. Die spricht im Prinzip alle Zielgruppen an, quer durch die ganze Bevölkerung, von klein, von jung bis alt, bis groß. Und die ist wahnsinnig gut angekommen. Es war wahnsinnig viele Möglichkeiten, die wir anbieten konnten für die Region, für die Schülerinnen und Schüler, um den Studieneinstieg durch eine optimale Vorbereitung und Orientierung zu verbessern. Und ohne das Projekt wäre vieles nicht möglich gewesen. Also finanzielle Förderung ist natürlich wahnsinnig wichtig. Es braucht ja Menschen, die sich, also Personal, die sich um die Veranstaltungen kümmern. Es braucht Zeit, Professorinnen und Professoren können das nicht nebenbei machen. Wir als MINT-Team haben die Aufgabe, auch unsere Professoren und Professorinnen dabei zu unterstützen. Wir beziehen sie mit ein, aber halten ihnen sozusagen dann den Rücken frei, führen auch eigene Veranstaltungen durch. Und ohne finanzielle Mittel gibt es das Personal nicht und könnten diese ganzen Maßnahmen einfach nicht stattfinden. Es braucht Zeit und Menschen, die das machen und die auch dafür bezahlt werden. Es ist wichtig, dass es ein Netzwerk gibt, der Austausch untereinander, Best Practice austauschen, ist enorm hilfreich. Nicht jeder muss das Rad neu erfinden. Es gibt viele gute Ideen, die an den verschiedenen Hochschulen ausprobiert werden und durchgeführt und gemacht werden. Man profitiert ja voneinander. Also nicht jeder muss seine Erfahrungen neu machen. Es ist sehr hilfreich, wenn man sieht, aha, so ist das ist gut und das ist nicht so gut. Kann ja auch mal sein. Und das hilft dann schon sehr und spart auch Zeit und Nerven. Und im Endeffekt spart es auch Geld. Also eine Projektkoordination und der Austausch untereinander ist wahnsinnig hilfreich. Auch für die Öffentlichkeitsarbeit übrigens. Die Projektleitung übernimmt ja auch viel Öffentlichkeitsarbeit. Und gerade MINT braucht positive Öffentlichkeit
in den Medien, um einfach den Nachwuchs noch besser zu motivieren und auch die Eltern und Lehrkräfte noch besser zu informieren. Wir sind froh, dass wir auch dieses Nachfolgeprojekt erhalten haben und sind froh, dass wir diese Sachen weitermachen können und verbessern können, noch optimieren können und ausbauen können. Ja, es ist toll, dass wir wieder eine finanzielle Förderung dafür haben und können noch mehr Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern erreichen, um noch mehr MINT-Nachwuchs heranzubringen.